Nächster Halt, Kehl. Der Infocast Kehl. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Sascha Nossol und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kehl in 100 Sekunden. Die Sammelbestellaktion für die blauen Schafe des Aktionskünstlers Rainer Bonk neigt sich dem Ende zu. Noch bis zum 31. August habt ihr die Möglichkeit, über die Aktion der Kiel Marketing an die beliebten Tierfiguren zu kommen, die 2004 zum Symbol der grenzüberschreitenden Gartenschau avancierten. Den Link zum Bestellformular findet ihr auf kiel.de. Fachkräftemangel und Personalengpässe sind auch in Kehl ein Dauerthema. Daher organisiert die Wirtschaftsförderung auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Aktionen, um den Betrieben vor Ort unter die Arme zu greifen. Der Azubi-Tag am 27. September, die Nacht der Ausbildung im Kehler Hafen oder immer wieder donnerstags, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch die aktuelle Nektar.net-Kampagne wird von der Wirtschaftsförderung unterstützt. Dabei werden gezielt Interessierte in Bulgarien, Rumänien und Ungarn angesprochen, ob sie sich nicht vorstellen können, im Schwarzwald in der Hotellerie oder Gastronomie zu arbeiten. Die Bewerbungen werden anschließend gesammelt und an Gastronomen und Hoteliers aus der Region weitergeleitet. Da Kehl eine Gesellschafterkommune von Nektar.net ist, können sich hier ansässige Betriebe kostenlos für den Bewerberpool registrieren. Mehr dazu erfahrt ihr auf kehl.de. Büchsen abwerfen, riesige Seifenblasen machen, sich schminken lassen, Samenkugeln kneten, Sackhüpfen, tonen oder aus leeren Verpackungen neue Dinge basteln. Großen Spaß hatten die Jungen und Mädchen beim Kita-Familiennachmittag am vergangenen Freitag auf dem Marktplatz. Den hatten die pädagogischen Fachkräfte aus den städtischen Kitas und die Fachkoordinatorinnen für Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Veranstaltungen zu 250 Jahre Stadtrechte Kehl in einen weitläufigen Spielplatz verwandelt. Weil das Kinderfest so gut angekommen ist, soll es auch im nächsten Jahr wieder organisiert werden. Genauer beleuchtet. Viele Jugendliche und junge Erwachsene, die nach ihrer Schulzeit noch nicht wissen, wie es beruflich weitergehen soll, sich erst einmal orientieren möchten oder schlicht die Zeit bis zum Studium oder der Ausbildung überbrücken wollen, entscheiden sich für ein freiwilliges soziales Jahr. Auch in der Mediathek gibt es zwei FSJlerinnen. Sie sortieren nicht nur Bücher, übernehmen den Thekendienst oder beraten die zahlreichen Kunden, die in der Mediathek ein- und ausgehen. Sie dürfen in der Zeit ihres Freiwilligendienstes auch ein eigenes Projekt anstoßen und umsetzen. Dazu haben die beiden in den vergangenen Monaten ein Figurentheater gestaltet, das genutzt werden soll, um Kindern anschaulich aus verschiedenen Büchern vorzulesen, um so die Lesekompetenz zu fördern. Ein, wie wir finden, schönes Projekt. Ich bin Rebecca Weiß, mache ein freiwilliges soziales Jahr in der Mediathek in Kehl und bin 19 Jahre, komme ursprünglich aus Karlsruhe, bin dafür aber hierher gezogen. Ich bin Inja Veit, ich bin auch 19 Jahre alt und ich mache auch mein FSJ in der Mediathek in Kehl und ich komme tatsächlich aus einem Ortsteil von Kehl. Im Rahmen von unserem FSJ darf man ein eigenverantwortliches Projekt planen, das kann eine Veranstaltung sein und in unserem Fall war das ein Objekttheater zur frühkindlichen Leseförderung. Das Objekttheater haben wir gebaut aus einem Holzrahmen und das wichtigste, also das beste Feature daran ist eigentlich, dass man die Hintergründe austauschen kann, sowie den Boden, sodass es für jede Geschichte nutzbar ist. Dazu haben wir auch passend Fimo-Figuren erstellt aus Modelliermasse, diese dann auch angemalt mit Acrylfarbe und nochmal mit Lack übermalt, dass es einfach besser geschützt ist. Und dazu auch ein paar andere Features hinzugefügt, wie ausgedruckte Tiere, die eher im Hintergrund dabei sind und auch zum Beispiel für die Heule-Eule eine kleine Schaukel gehäkelt. Die Hintergründe lassen sich also für verschiedene Geschichten austauschen. Aus welchen Büchern soll denn in Zukunft vorgelesen werden? Genau, die Rebecca hat es ja schon erzählt. Eins der Bücher, die wir gebastelt haben, ist die Heule-Eule. Die haben wir ausgewählt aufgrund dessen, dass sie einfach schon in sehr vielen Sprachen übersetzt wurde. Wir persönlich in der Mediathek haben sie, lasst mich nicht lügen, ich glaube auch in 5 bis 6 Sprachen im Bestand. Heißt, wahrscheinlich kennen das viele Kinder und können dadurch die Geschichte auch besser nachvollziehen. Wir haben auch ausgewählt den Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf dem Kopf gemacht hat, einfach weil es ein Klassiker aus unserer Kindheit ist und der auch immer ausgeliehen ist bei uns. Heißt, er wird wohl auch heute noch beliebt sein. Den Blätterdieb haben wir auch noch gebastelt. Das gehört zu einem unserer Saisonbücher über den Herbst und dann haben wir noch 2 weitere Saisonbücher, die wir jetzt noch nicht verraten wollen, damit es eine kleine Überraschung bleibt. Wieso habt ihr euch für dieses Projekt entschieden? Wie kamt ihr auf die Idee?
Wir haben oft Führungen von Schulklassen und Kindergärten und speziell für die Kindergärten ist unser Programm, dass wir den Kindern 2 bis 3 Bücher vorlesen und sie danach bei uns ein bisschen stöbern können. Kinder können aber natürlich nicht so lange zuhören in dem Alter. Deswegen wollten wir das Lesen einfach fördern, indem wir es ansprechender gestalten. Wir wollten eine Alternative schaffen zum einfachen Vorlesen und dadurch den Kindern ein kleines Erlebnis mit auf den Weg geben, was sie an das Lesen heranführt. Besonders für Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können oder aus den französischen Kindergärten kommen, einfach es anschaulicher und ansprechender zu gestalten, dass sie da auch mehr verstehen, mitbekommen und eben dann auch vielleicht in der Sprache Deutsch gefördert werden können. Wichtig ist auch zu sagen, dass wenn Kinder bis zum 6. Lebensjahr nicht ans Lesen herangeführt worden sind, dass sie gar nicht mehr den Sprung schaffen, um das Interesse am Lesen zu bekommen. Weshalb das gerade uns deshalb so wichtig war, dass wir die Kindern zeigen, dass Lesen Spaß macht, dass Lesen schön ist und dass es eben nicht nur Lernen für die Schule zum Beispiel ist, weil dadurch auch viele Kinder abgeschreckt werden, wenn es Lektüren in der Schule gibt, sondern dass Lesen eben auch ein Erlebnis sein kann oder ein Hobby. Und nachdem ihr selbst für alle 3 Bücher die Figuren gebastelt und die Skripte erstellt habt, gibt es eine Geschichte, die euch besonders gut gefällt? Ich persönlich finde alle unsere 3 bis jetzt produzierten Geschichten super, auch die, die noch kommen werden, bin ich ein großer Fan von. Aber mein persönlicher Favorit muss der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihn auf dem Kopf gemacht hat, sein. Einfach, weil es so viel Aufwand war, diese Figur zu gestalten. Wir sind da wirklich an unsere Grenzen gekommen und da steckt so viel Liebe und Mühe dahinter, dass es einfach deshalb meine Lieblingsgeschichte ist. Für mich ist die Heule-Eule wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde die Geschichte einfach süß mit der kleinen Eule. Ich mag auch wirklich das Ende. Die Pointe ist wirklich super. Da steckt mein Herzblut auch ein bisschen mit drin. Leider können wir 2 selber nicht unsere Geschichten vortragen, da unser FSJ bis dahin leider schon vorbei ist, wenn die Ferien vorüber sind. Aber es gibt Kollegen, die sich da gerne drum kümmern. Heißt, das Angebot besteht weiterhin für alle Kindergartengruppen, die das gerne einmal anschauen möchten und sich gerne darüber informieren möchten. Die Kollegen tragen das gerne vor und machen das auch genauso gut, wie wir es gemacht hätten. Da bin ich mir sicher. Ihr habt jetzt fast ein ganzes Jahr in der Mediathek gearbeitet und dabei sicherlich viele Erfahrungen sammeln dürfen. Wenn ihr zurückblickt, wie würdet ihr diese beschreiben? Ich muss ehrlich sagen, es war eine der besten Erfahrungen, die ich nach der Schule hätte machen können. Ich finde, die Mediathek ist ein wundervoller Ort, um einfach auch mal für ein Jahr was anderes zu sehen, was anderes zu erleben und auch neue Erfahrungen zu machen. Ich kann mich Rebecca nur anschließen. Ich kann das FSJ Kultur, vor allem hier in der Mediathek Kehl, jedem ans Herz legen. Das Team ist super freundlich, man fühlt sich super aufgehoben hier und man lernt einfach so viel neue Sachen. Gab es besondere Momente, an die ihr euch gerne zurückerinnert? Wir durften einmal eine Veranstaltung für die Kinder übernehmen, wo wir auch eben was vorlesen durften. Und es war einfach schön, die Kinder zu sehen, wie sie sich über die Geschichten freuen, wie sie gebannt zuhören, was als nächstes passiert. Und generell konnte man da sehr gut die Kinder mit einbeziehen. Es war einfach süß, also die Erfahrung zu machen mit den Kindern. Es war ganz schön. Und wisst ihr schon, was ihr nach eurer Zeit in der Mediathek machen werdet? Das weiß ich noch nicht genau. Ich möchte auf jeden Fall in den sozialen Bereich, eventuell soziale Arbeit studieren, dual oder nur Studium. Die Arbeit in der Mediathek, vor allem mit unseren Social-Media-Kanälen, macht mir so viel Spaß, dass ich jetzt tatsächlich ab September eine Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation anfange. Heißt, das FSJ bringt euch auch so ein bisschen berufliche Einsicht in, was ihr danach vielleicht später mal machen möchtet. Vielen Dank, Rebecca Weiß und Enya Veit. Für eure weitere Zukunft wünschen wir euch viel Erfolg. Kehl erleben. Aquafitness, Tauchkurse, Tanzchoreografien und ein Schwimmworkshop. Beim Familientag im Freibad Auenheim am Samstag, 3. August, ist zwischen 11 und 17 Uhr einiges geboten. Und das Beste, die Teilnahme an sämtlichen Programmpunkten ist für Badegäste kostenfrei. Mehr zum Programm erfahrt ihr auf kehl.de. Und wenn ihr am Samstagabend nach einem schönen Badetag noch Lust auf gute Live-Musik verspürt, dann bietet sich das Kultursommerkonzert von Domo Emigrantes ab 19.30 Uhr auf der Seebühne an. Die 4-köpfige Formation verbindet musikalische Einflüsse aus Süditalien und dem Mittelmeerraum mit jazzigen Arrangements. Ob das Konzert wegen schlechten Wetters in die Stadthalle verlegt werden muss, erfahrt ihr am Samstag ab 12 Uhr unter der Rufnummer 07851 88 13x8.
Und zum Schluss danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wenn ihr Fragen, Ideen, Kritik oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an pressestelle@stadt-kiel.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Sascha Nossol, der Infocast Kiel.